Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie heute wieder begrüßen in unserer kulinarischen Feinkostsendung. Und wir haben heute Herrn Dr. Professor Kilimandscharo eingeladen, der eine Erfindung gemacht hat. Guten Abend, Herr Kilimandscharo. Guten Abend. Schön, dass Sie hier sind. Also ich bin ganz begeistert, einen solch kompetenten und so innovativen Menschen bei mir zu haben. Ja, wissen Sie, unsere Zuschauer interessiert Ihre Erfindung. Wissen Sie, können Sie so im Groben mal erklären, was Ihre Erfindung denn genau ist? Ja, natürlich, das kann ich im Groben schwierig natürlich darlegen. Andererseits sind komplizierte physikalische Formeln, die nicht jeder versteht natürlich. Ne? Ja, ja. Und wenn Sie aber, wenn Sie, ja, dann müssten Sie schon so richtig in der Physik tätig sein, um das zu verstehen. Und, aber so im Groben kann ich es natürlich schon darlegen. Also wenn die, auch wenn die Zuschauer natürlich damit einverstanden sind, dann muss ich halt dann... Ist halt schon schwierig, nicht wahr? Also, ja, wir wollen auch gar nicht so sehr ins Detail gehen. So, so ganz im Allgemeinen hat das Ganze ja sozusagen letztlich den Zweck, den Gaumen anderer Menschen zu beglücken. Ich glaube, wir sind ja hier in einer kulinarischen Sendung. Und im weitesten Sinne hat es ja auch mit Mehlspeise und Gebäck zu tun. Ja, das hat es aber ja. Aber die Fertigungsmethode, die ist ja quasi revolutionär. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen? Also es geht da um einen ganz feines Apparätchen, nämlich einen Transformator, der dann die Speisen natürlich dementsprechend auch zubereitet mit verschiedenen Gewürzen oder wie sie wollen. Sie können zum Beispiel auch Sahne hineingeben und das schlägt direkt die Sahne noch während die Gewürze eingeführt werden. Also das ist fantastisch. Und wenn diese Gewürze dann da in der Sahne sind, dann kocht die Sahne und wird dann schön dick, nicht wahr? Und wenn Sie so eine dicke Sahne haben, dann können Sie natürlich auch problemlos und einfach auf die Kartoffeln drüber tun. Und die Kartoffeln werden es nicht mal merken, weil die Kartoffeln generell nichts merken. Entschuldigung. Ist sehr interessant, was Sie erzählen. Also ein großer Teil unserer Fernsehgemeinde ist ja auch sehr kalorienbewusst. Ja. Ist Ihre Technologie auch, sagen wir mal, geeignet für fettarmes und kohlenhydratreiche Sie dürfen kein Fett hinzugeben. Ja. Das ist natürlich, die Maschine gibt nur heraus, was man hereingibt. Ja. Und wenn Sie jetzt in diese Maschine Fett hineingeben, ja zum Beispiel Margarine, also Margarine ist ja recht fettarm, aber zum Beispiel Butter. Nehmen wir einfach mal einen Klumpen Butter, 250 Gramm sagen wir mal, ja, damit wir ein bisschen genauer sind, wie war das? Die meisten nicht sehr kalorienarm, aber... ja, natürlich, also 250 Gramm Butter, das ist schon was. Ja. Das sieht man gleich. Und dann gibt man das einfach rein und man kann es schneiden, dann ist die Maschine schneller fertig. Aber man kann es natürlich auch da in einem Stück reintun. Dann ist natürlich die Speise sehr fettig. Ja. Also das muss man sagen, das ist extrem. Also das sieht man dann auch. Ich kann mir auch so vorstellen, so 250 Gramm Butter über so einem... Ja, das riecht ja förmlich heraus. Ja, wenn Sie also die Person, sagen Sie mal, Sie machen eine Speise, sagen wir, für 6 Personen. Ja. Und diese 6 Personen, die essen gern Butter, angenommen. Ja, und sie dann 250 Gramm Butter sind dann durchaus eine angemessene Summe. Ja. Aber Sie haben ja gefragt wegen den Kalorien. Ja. Angenommen, jetzt will jemand Kalorien mal nie. Will jemand Kalorien am Essen, dann hat er natürlich die Möglichkeit zum Beispiel, es gibt ja diese Cornflakes, diese kalorienarmen. Ja. Mit viel Butter. Nein, natürlich ohne Butter. Wenn Sie also keine Kalorien wollen, dann essen Sie doch ohne Butter. Das stimmt. Ja, genau. Und, Herr Kilimandscharo, ja, unsere Zeit läuft leider ab. Wir müssen gleich weitergeben zu unseren Jungs vom Irakkrieg. Ja. Und wir wünschen Ihnen noch viel Spaß auf Wiedersehen. Mit der Werbung. Wiederschauen. Tschüss. Ja. Danke, dass Sie da sind.